Familientragödie im Ruhrgebiet. In Selm bei Dortmund schoss ein 96-Jähriger seine Tochter an. Die Polizei riegelte das Wohngebiet weiträumig ab, in dem sich der alte Mann nach dem Vorfall verschanzte, bis er dann um kurz vor 22 Uhr schließlich aufgab. Zeugen berichten, dass sich der 96 Jahre alte Mann zuvor heftig mit seiner Tochter gestritten hatte, angeblich weil er nicht in ein Pflegeheim wollte. Während des Streits soll sich dann der Schuss gelöst haben. Die Frau kam mit einer Verletzung am Bein ins Krankenhaus. Nach Angaben der Nachbarn wirkte der hochbetagte Mann verwirrt und leidet möglicherweise an einer Demenz.